Da sehe ich keine Riesenänderung, was nicht machbar wäre. Das ist ein Witz, ist das. Die Fälsche, die wegfallen durch diese neue Technik, das sind vielleicht ein paar Schüler und Studenten, die einen Kopierer benutzt haben. Aber die Profis, die haben sich doch schon darauf eingestellt. Der 20er zeigt ja schon, wie es werden soll. Dann brauchen vernünftige Fälscher vielleicht 4 Wochen länger als vorher, um so ein Fenster reinzustanzen und an die Folie drüber zu kleben. Wenn ich Sie richtig höre, dann ist der neue Druck dann im Grunde rausgeschmissenes Geld. Weil wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist der neue 50-Euro-Schein auch nicht viel sicherer als der alte. Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, die sind ja ganz stolz da auf ihren neuen Schein. Dieses kleine Fenster, das Hologramm, das ist auch nicht größer geworden. Das heißt, ich muss jedes Mal eine riesen Lichtquelle suchen, um das kleine Mini-Fensterchen zu sehen. Andere Länder, wie zum Beispiel Kanada, die haben das Sichtfenster 5-6 Zentimeter groß, dann hat das Sinn. Ja, ich frage mich, warum haben die mich überhaupt noch nicht die ganzen Jahre mal gefragt, wie der aussehen könnte? Mich hat noch keiner gefragt.